Warum schmeißt er das Ding? Na egal. Nein, ich will nicht Wasser. Ich will nicht Wasser. Ja, ich weiß nicht, ob man Wasser abkochen kann, aber dafür brauchst du wahrscheinlich erstmal so einen Behälter. Hallo und willkommen zurück bei unserer kleinen Forschung durch die Natur. Das sieht ein bisschen, machst du das nicht rum? Also was sie da vorne machen, das sieht ein bisschen wieder ein bisschen merkwürdig aus. Ah, jetzt haben sie sich getrennt. Wir haben uns hier Kleeblätter übrig gelassen. Ja. Ich weiß nicht, ob der rote Augen hat. Ich bin jetzt einfach vorbei. Ja. Ist der Vogel noch da? Nö, anscheinend nicht. Boah, jetzt wird's aber hell. Also übertreiben brauchen wir es hier auch nicht. Ups. Aber ich jetzt. Ich bin drauf gesprungen. Also anfangs dachte ich doch, das ist eine gute Stelle, um sein Lager aufzuschlagen, aber jetzt, wo hier ständig irgendwie die Marienkäfer aggressiv werden, glaube ich, werden wir es doch ein bisschen weiter in Landesinnere machen. Oder? Junge, was tun die da? Weiß nicht. Ah, Essen fangen. Ah ja, die sind auch unterwegs, Essen zu fangen, stimmt. Ja, beim Essen fangen sollte man nie irgendjemanden stören. Das klingt irgendwie so, als hast du es vor. Nee. Nein, nein, ich respektiere meine Mittiere. Oh, ein Blütenblatt. Schön. Ein Lockpfeil kann man damit machen. Oh, Wasser. Willst du? Naja, ich brauche. Danke. Oh, ein Spinnennetz. Da hinten ist die Spinne dazu. Die passende. Und da hinten ist auch eine Spinne. Also offensichtlich gibt es hier in der Nähe vom See mehr Spinnen. Naja, Baumaterial findet man ja eh mehr im Landesinnere, weil hier sind ja auch nicht so viele. That tastes really good. That tastes really good, sagte. Das schmeckt sehr lecker. Hier, ist nochmal Wasser, wenn du brauchst. Nee, ich bin voll. Was willst du, du Ameise? Ich glaube, die will einfach nur Hallo sagen. Da kommt man auch nicht durch. Also der einzigste Weg offensichtlich ist der, den wir auch gekommen sind. Ein Spinnchen stand da auch wieder davor. Ja. Das wäre mir nur recht, weil... Oh, da fließt... Limonade! Ein Limonadenbrunnen. Oh. Yes, I can go inside this can. Hast du den versuchten Witz verstanden? Ja, genau. Yes, I can go inside the can. Ja. Da umfliegen wieder. Ah, da hinten links ist die Spinne. Ich habe sie gesehen. Da hinten sind die Laser. Die sind ja noch ekelhafter als in echt. Wir können natürlich die Mission mit den Lasern jetzt einfach mal erfüllen gehen, ne? Was ist? Bin abgerutscht. Ah, typisch. Ey, sagt wer ja. Ich? Du hast... Du bist auch schon abgerutscht. Falls ich dich dran erinnern dürfte. Ja, darfst du. Ich nehme ganz mit Verdruss. Da unten ist noch eine Nuss. Und da sind... Oh. Die Schmeißfliegen. Echt jetzt? Ist ja wie zu Hause hier. Ah, ich habe Fliegenpelz gesammelt. Sehr gut. Ich traue mich nicht so richtig hier runter, aber... Ring. Eichelbrocken.
Noch ein Eichelbrocken. Eichelkappe. Sieht irgendwie merkwürdig aus, wenn da so eine Erhöhung vor einem auf einmal sich bewegt. Da ist wieder Fliegen hinter dir. Krieger und sammeln. Hab ich. Ah, Ameise. Mensch, erschreckt mich doch nicht so. Und ein Piet hab ich. Das bin ich, der Piet. Nein, ein Piet als Gegner. Ach so. Aber wenn du Piet heißt... Töten. Au drauf. Genau, macht mir auch nichts. Töte mich ruhig, da bist du wenigstens allein hier im Spiel. Macht nichts. Hier, nimm mal mit hier das Essen. Für dich. Wo ist das? Hast du wieder verpasst, oder was? Nein. Hier in der Ecke ist noch eine Eichel, bla bla bla. Deine Ecke. Das sind zwei Eichelbrocken, von daher. Ja, ich glaube, ich sehe deinen Dingens. Saft. Wow. Biene kam gerade ziemlich nah. Also 26 von 30 Plätzen sind besetzt bei mir im Inn, wie sagt er gerade. Suche einen Weg in die Tiefen des Teichs. Will ich aber nicht. Will nicht die Koi-Kois besuchen. Aha, Honigtau geklaut. Oh. Gibst du mir das? Nein. Ich glaube, die will eher Fangen spielen. Oder die will sagen, hey, ich hab's bekommen. Links ist wieder eine Spinne. Rechts Pilzchen. Willst du Pilz? Papa. Ja, klar. Ja. Ich hab mir auch einen genommen. Ja, nimm dir den letzten auch. Och. Worse than my mom's Brussels sprouts. Was hast du denn gegessen? Dings. Die Nussteile. Nussstück. Jedes Mal hier so ein Gegner, aber jetzt ist nur deine Lebensanzeige. Warum sehe ich deine Lebensanzeige? Soll ich nochmal auf dich draufkloppen oder was? Vielleicht will dir das genau das Spiel mitteilen. Ist noch mal zu trinken. Lege! Oh. Ist deine. Guck mal nach, was wir denn inzwischen bauen können. Also man kann ein Pilzbeet bauen. Aha. Kann man seine eigenen Pilze züchten. Ein Wasserbehälter. Okay. Das ist wahrscheinlich einer, den man stationär hinstellt. Eine Werkbank. Aha. Kann man auch inzwischen. Ich brauche noch für den Wurf zweimal Stinkpelze. Ein Seil und zwei Sprösslinge. Sprösslinge? So, da ist die mysteriöse Maschine. Jetzt ist die Frage. Wir müssen uns eigentlich erst nach da gehen, damit wir uns nach dem Laser wieder orientieren können, ne? Oder wir gehen zurück zum Teich und schwimmen. Nein. Also, ich mit dem Kolkos anlegen. Eben. Das ist, glaube ich, sowas früh. Ich glaube, so, da müssen wir lang. Quick, quick. Was das denn für ein Teil? Rote Augenameise, rote Augenameise.
Okay. Da haben wir also. Jetzt hast du mich gerade abgelenkt, hier war irgendein Tier, was man fangen konnte. Eine Esche, so ein Dings. Da! Hat die Arme eingeschüttet. Oh, links ist ein großer Käfer. Oh, da ist auch ein großer Käfer. Fuck it. Oh. Okay. Oh, scheiße, ich lieg schon. Ja, das war nix. Das war nix. Dann müssen wir halb sterben. Soll ich nicht auf dich warten? Obwohl die 22 Sekunden brauchst du mehr. Eben. Komm einfach wieder. Müssen wir zwar wieder alles neu. Ich warte auf dich! Du bist gestorben. Ja. Dafür kann man ja respawnen. Und es wird auch der Rucksack angezeigt. Ey, fett beenden. Nee, du musst respawn drücken. Ist ja so. Klar, aber fett beenden. Komm, fette Beendung. Hä, hey, warum sind wir hinterspawnt? Weiß ich nicht. Ist ja im Endeffekt auch überhaupt nicht wichtig. Vielleicht, weil es näher ist. Ja, vielleicht. Aber hier gibt es wenigstens Kiesel. Ich hab die Frage, kommen wir überhaupt an unseren Rucksack mal so eben wieder dran? Bist du eigentlich hinter mir? Nein. Ja. Ah, da ist noch ein Kiesel. Hier haben wir zumindest die Maschine jetzt gefunden. RIP. Maulwurf? Nein, nicht gesehen. Wieso? Vor deiner Nase. Nein. Ja, ein Grasblatt. Vermeiß. Wo ist jetzt der Rucksack? Da ist die. Siehst du noch den Rucksack? Ah, da lang. Da oben ist irgendwas. Das ist ein Baum. Nee, da ist irgendwas zum Einsammeln. Okay. Ja, das ist so ein Tropfen, weißt du? Nein, das wollte ich nicht. Da habe ich schon wieder die Orientierung verloren. Ah, da hinten. Bist du hinter mir? Jetzt ja. Das ist auf jeden Fall meiner. Wie? Ah, passt sich alles. Herr Rucksack von PEG, so nein. Geklaut wird nicht. Lieb. Echt jetzt? Nein, wenn ich da drauf gucke. Rohes Fliegenfleisch, aha. Also wenn man anscheinend die Fliegen tötet. Kann man das nicht entfernen? Nein, kann man nicht. Muss man jetzt nicht verstehen, warum geht das nicht? Inventar. Z ist fallen lassen.
Ja, sorry, ich brauchte Platz. So, jetzt habe ich wieder mein Hämmerchen und allem. Ich kann ja eigentlich seine herstellen. Ja, das klar. Einfach aus den Dingern. Ah, das ist einer der Laser hier. Auch voll. Aber der falsche. Das ist nicht der, flackert. Was willst du von mir? Ach, das sind diese kleinen roten Spinnchen, die man überall so sieht im Garten. Warte mal, ganz schön Lebensenergie abgezogen, wenn ich das mal so sagen darf. So, ich meine aber 6. Genau, das ist gegen... Damit kannst du deine... Komm denn hier in eine Richtung? Da hinten. Ich sehe es wackeln. So, ich habe gerade mal meine Lebensenergie mal ein bisschen aufgeboostet. Wie macht man das? Was isst man da? Die 6. Ich guck mal, kann ich einen Verband? Ja, kann ich herstellen. Inventar ist voll. Okay. Muss anscheinend noch mehr wegschmeißen. Ich hab ein bisschen viel Pflanzenfaser, glaube ich, zusammengerobbt. So, herstellen. Ach du Scheiße. Ja, ich hab's vielleicht ein bisschen übertrieben. So, hab noch einen hergestellt. Kann ich jetzt auch Trinkflaschen herstellen? Da fehlt mir immer noch die Madenhaut. Also die Dinger sind nicht die für die Trinkflaschen, die Madenhaut. Nee, das war ja auch Fliegen. Ah, du kannst ja ausgestopfte Fliege bauen, sehe ich gerade. Nein, aber das brauchst du für was anderes. Einen Milbenhut kann ich mir bauen, da. Ein Pfeil, Lockpfeil, eine Eichelschaufel. Aha, interessant. Ein bisschen falsch. Lockpfeil ist so ein bisschen falsch, das stimmt. Da hätte ich jetzt gesagt, das ist eher was für Armor. Ja, für den Bogen braucht man eine Schaufel. Die Schaufel. Achso, die. Ja, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, weiß ich, was du meinst. Mhm. Komische Eichelschaufel, ja. Dann lass uns mal den anderen Laser suchen. Irgendwo muss der ja sein. Ui, jetzt ist es hier. Was schön. Bist du? Ah, du bist Ameise. Hi, Ameise. Ameisen sind gut, solange sie nicht Hunger haben. Genau. Wie alle Tiere quasi. Hi. Mittlerweile misstraue ich den Teil. Das glaube ich irgendwie. Ah, da ist der blinkende Laser. In die Richtung müssen wir. Blinkende Laser. Blinky Laser. Da oben ist hier eine Biene. Wir müssen ja da nicht rauf. Um es mal positiv zu sehen. Oh. Jetzt wissen wir, warum der blinkt. Oh, Mädels. Kommt her. Komm, macht es euch nicht so schwer. Hier.
haben wir eben wagemutig von oben reingejumpt. So mag ich das, hinter dir. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich das Kabel verfolgen. Ah, siehst du? Dachte ich mir. Ah, ich mach mal die Fackel an. Warte, ich habe noch gar keine gebaut, sehe ich gerade. Fackel. Oh, da brauche ich ein Seil. Trockene Grasbrocken brauche ich noch. Ach, ich muss das Inventar erstmal wieder loswerden. So. Herstellen. So, Fackel. Trockene Gras, ja. Habe ich auch noch nicht. Hier draußen ist. Oh, wieder zu versohlen, trockenes Gras. Hier ist auch noch trockenes Gras. Da unten liegt doch eins. Ich muss schon wieder irgendwie leer machen. Also irgendwie habe ich offensichtlich zu viel irgendwie gesammelt. So, so dreimal brauche ich von diesem. Das ist, wenn du Tab drückst und dann auf Inventar. Hier liegt doch noch überall was, Papa. Oh, entschuldige, habe ich nicht gesehen. Hast du genug für eine Fackel? Ja, ich habe schon eine gebaut. Oh. Guck. Ellie Hoops, bringing the light. Sehr schön, dann haben wir ja eine. Warum muss ich dann nur eine machen? Ich mach lieber die Fackel und Flakes. Ich glaube, man kann schlagen und Fackel tragen gleichzeitig. Stimmt wohl. Ah, da kann man auch noch was einsammeln hier. Ah, Quarz. Kann man zerdeppern. Hab ich den? Wieso haben wir noch nicht hergestellt? Ich Machen wir einfach den Quarz ein. Willst du? Ja, Envy ist voll. Ist für dich. Was denn? Verletzungen gibt's auch. Ja, weiß ich. Warum klappt zerbricht der nicht? Will er mich veralbern? Wow. Hydration is the key to performance. Aha. Gesehen, da sieht irgendwas, liegt irgendwas Leuchtendes neben mir. Hier kannst du auch noch einsammeln, die Quarzsteine. Ich will mal weiter. Habe ich irgendwas auf oder so? Nein. Was hat das denn gemacht? Du hast nur einen Zopf. Ja, das ist schon klar.
Also wir müssen das Kabel eben noch freigelegt haben. Da kommt nichts mehr. Weiter die Maschinen untersuchen, das ist jetzt die Aufgabe. So, dann machen wir das mal. Ist es schon wieder so spät, dass es so dunkel wird? Oder ist es einfach nur schlechtes Wetter? Wir haben 19:32. Oh, okay. Das heißt, wir müssen tatsächlich jetzt nochmal schlafen gehen. Ja, dann lass uns doch mal hier... war diese Saftflasche? Die habe ich doch eben noch hier gesehen in die Richtung. Sollen wir da ein Lager mal bauen? Unter der Saftflasche. Saftdose. Oh ne, hier ist ein Blatt. Ist es. Entschuldigung. Aber hier sind wir direkt neben der Forschungsstation oder direkt bei der Forschungsstation? Können wir eigentlich ja auch. Egal. Ja, hat man so ein bisschen Licht, ne? Ja, machen wir das. Ich kann, glaube ich, wieder analysieren. Ja, dann mach. Rüstungskleber, aha. Auf jeden Fall kann man ganz schön viel Base-Building machen, sehe ich gerade. Willst du auch noch? Ja, gern. Gibt ja Punkte. Was analysieren wir denn? Nochmal das. Science. No joke. Schön. Gut, dann lass uns mal schlafen. Perhaps we should make camp for the night? Ja, und das ist auch das Ende von dieser Folge, Leute. Schaltet morgen wieder ein zur nächsten Folge von Grounded. Und ihr Twitcher, ihr bleibt einfach dran. Es geht ja auch weiter. Bis dann. Tschüss.